So, hier habe ich jetzt mal während dem Labern alles schön ausgestattet. Und zwar mit Cobblestone, damit es hier auch schön anmutig und majestätisch aussieht, dass wir uns ja hier so schön Cobblestone leisten können, weil wir so viel haben. Und das hier muss ich auch noch irgendwie ändern. Das kann ja auch mal nicht sein. Oh, hier habe ich gerade voll die Idee. So voll Christi der da. Ja, hier baue ich jetzt einfach einen Ofen rein. Flop. Sieht doch gar nicht mal so gut aus. Und ich würde sagen, außenrum wird noch Cobblestone gebaut. Oder ich habe da oben ja Dings das gesehen. Ja, ihr wisst ja natürlich überhaupt nicht, wovon ich rede. Ich habe da hinten, hier im Wasser, das hier gesehen. Und ich war mir nicht sicher, also nicht wirklich sicher, was das ist, aber dann ist mir eingefallen, das ist Lehm. Beziehungsweise Lehmklumpen, Lehmplöcke eher gesagt. Plöcke. Denn alles in Minecraft ist ein Block. Beziehungsweise fast alles. Es gibt ja schon ein paar so fleißige Modifizierer, die dann auch ein paar runde Sachen eingefügt haben in Minecraft. Oh mein Gott. Oder zum Beispiel ein Apfel würde ich jetzt auch nicht als Block bezeichnen. Oder eine Spitzhacke. Oder eine Leiter. Oder ein Kohlestück. Das ist auch eher rund. Nicht ganz. Ungefähr so rund wie eine Kartoffel, also eigentlich gar nicht. Aber ründliche Form. Zumindest ründlicher als Dings das. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also zumindest mehr der Form entsprechend rund als eckig. Jetzt habe ich es hingekriegt. So. Und zwar baue ich dann hier einfach schön außenrum so Ziegel. Ey, mir fällt nämlich nichts Praktischeres ein, was wir mit den Ziegeln machen können. Und deswegen, ja, ist eigentlich nur da, damit es schön aussieht. Und dass wir dann recht schön aussehen, denke ich mal. Hups. Ja, mach mal ein bisschen Lehm. Lehm Power. Ja, ist halt doof, dass ich jetzt unter Wasser bin. Denn dann kriege ich nur nicht keine Luft. Ach, verdammt. Kriege ich nicht keine Luft, sondern dauert das Abbau noch länger. Nein. Ich komme da nicht dran. Doch, komme ich. Und da? Na? Ach, fick. Gehe ich jetzt einfach runter schnell. Es dauert nicht so lange, wie wenn ich da oben. Mist. Ist natürlich auch schon wieder meine Schaufel am Arsch. Muss ich mir gleich eine neue bauen? Hua. Ach ja, übrigens, dass ich in letzter Zeit nicht so viele Videos hochgeladen habe, das tut mir natürlich leid. Aber das lag an meinem verdammten Internet, dass das andauernd abgestürzt ist und hier haben schon ein paar Dateien so um die 500 MB oder bei Battlefield waren es ja teilweise bis zu 800 MB, also teilweise. Und deswegen wird das Let's Play hier auch nicht in 1080p sein, sondern leider nur 720. Denn mein Internet hat sich jetzt zwar schon relativ erholt wieder, aber, oder was heißt erholt? Ich habe es ein bisschen hinbekommen, aber so richtig ja, geil wie am Anfang ist es immer noch nicht. Beziehungsweise am Anfang war es auch nicht geil. Das war eigentlich total scheiße von Anfang an und jetzt ist es noch scheißerer. Das heißt, es ist jetzt von scheiße auf super scheiße hochgegangen oder beziehungsweise runtergegangen eigentlich, sollte man eher sagen. Und ja, deshalb gibt es jetzt das Battlefield Let's Play erstmal für eine Weile nicht wahrscheinlich, bis mein Internet wieder besser wird. Und auch keine Parts, die in 1080p hochgeladen werden. Nein, wir wollten uns eine Schaufel bauen. Vor lauter Laber habe ich natürlich wieder total den Faden verloren gehabt. Machen wir gleich mal zwei, denn das wird jetzt etwas dauern, denke ich mal.
Wo ist noch? Das ist natürlich auch etwas praktischer, weil ich hier das alles sehen kann. Aber das ist natürlich nicht gewollt gewesen von mir. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich erstmal um das Problem gekümmert und das später angefangen mit aufnehmen. So, da drüben ist noch. Erstmal wieder eine kleine Plattform bauen, auf der ich stehen kann. Denn ich stehe auf Plattformen. Oder Plattformen. Ah, wie heißt die Mehrzahl von Plattformen? Das ist jetzt relativ schwierig. Plattformen. Aber ich stehe auf Plattformen. Plattformen. Mal wieder ein Auftrag zum Belehren an euch. Jo, ich will jetzt nicht schon wieder anfangen mit der Diskussion hier, dass ich auf der Schule bleib und dass ich das hier bloß auf der Schule bleiben sollte und was weiß ich noch. Ja. Aber ich denke mal, die meisten werden sich sowieso nicht von so einem kleinen Spinner auf YouTube belehren lassen. Und jahrelange Ignorierung von autoritären Personen wie zum Beispiel den Eltern oder den Lehrern einfach jetzt aufgeben. Also und dann stattdessen auf einen hören, den sie auch von YouTube kennen. Das glaube ich nämlich eher weniger. So, da wächst schon wieder Bambus nach. Oder Zuckerrohr. Ich frage mich jetzt. Ja, das ist. Ja, stimmt, das ist Zuckerrohr. Und wo ist es hin? Habe ich schon gesammelt? Okay. Und mein Inventar ist ja auch gleich wieder voll. Das ist ja auch mal richtig. Richtig nicht so gut. Oh, da kann auch noch was hin. So. So, und ich würde sagen, ich futter jetzt mal einen Apfel. Oder zwei. Oh ja, ich glaube ja zwei. Noch einen. Brot werde ich jetzt nicht futtern, denn das ist zu wertvoll für nur ein Dings da unten. Einmal essen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und natürlich habe ich nur einmal Kohle reingemacht. Das hat ja natürlich sehr gut funktioniert. Ich hätte auch erst anfangen sollen mit. Oh, wie sieht denn das aus? Verdammt. Das ist ja relativ praktisch. Denn jetzt sehe ich, was hier, wo Höhlen sind und so. Aber das will ich natürlich nicht. Ich will das natürlich ehrlich spielen. Und deswegen baue ich das jetzt einfach ab. Und das scheint auch irgendwie eine Art Bug zu sein von diesem Texturenpack hier. Ich würde sagen, machen wir das jetzt erstmal so. Und ich denke mal, ich muss dann noch mal gucken. Vielleicht habe ich mir auch die falsche Version von diesem Texturenpack hier gedownloadet. Das kann natürlich auch sein. Denn so ein heller Kopf bin ich jetzt nicht in solchen Dingen. Und ja. Na, Holz brauchen wir. Hatten wir natürlich kaum was. Flutsch. Tiputsch. Und noch ein bisschen mehr. Und vielleicht wechsle ich auch wieder aufs Miser-Texturenpack oder auf ein anderes. Wenn ich es wirklich nicht hinkriege, dass ich hier, ja, dass es hier wieder gut aussieht, dass das Wasser, ja, wieder einigermaßen aussieht wie richtiges Wasser, also für Minecraft-Verhältnisse meine ich. Und dass hier diese Blöcke, also diese Ziegelblöcke da auch mal wieder gescheit aussehen. Dass sie auch so aussehen, wie sie richtig aussehen sollten. Laut dem Texturenpack. So. Ja. Ich lade erstmal ein paar Sachen ab jetzt. Oh yeah. Ich genieße es immer so ein bisschen, wenn hier wieder Tag ist. Weil meistens hocke ich dann so lange in der Mine und dann komme ich raus. Dann ist es Abend. Und dann sehe ich immer noch kein Sonnenlicht und dann gehe ich, sage ich mir, oh, ich gehe jetzt mal wieder schön in die Mine. Macht ja nix. Komm einfach wieder raus, wenn es Zeit ist und dann
komme ich wieder raus und dann ist wieder Abend, beziehungsweise immer noch. Machen wir mal das da. Nein, das müssen wir behalten. Du dahin. Hier mache ich jetzt erstmal so ein paar Vorkommen aus der Erde rein. Oder ja, Schwarzpulver. Nicht wirklich aus der Erde, also bei Minecraft. Wirklichkeit natürlich schon. Also jetzt hier einfach mal so ein paar Rohstoffe, Ressourcen, was weiß ich. Und Essen mache ich dann in die andere Kiste. Oder so versorgungsmäßiges Zeug. Und hier Steine werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch eine separate Kiste anlegen müssen. Denn ich bekomme dann schon relativ viele Steine und die möchte ich auch nicht unbedingt wegschmeißen, weil ich die schon mal ganz gern benutze für irgendwelche Dinge. Faden kann man auch noch reinpflanzen. Wo habe ich denn den her? Also ich scheine noch eine Spinne erledigt zu haben oder so. Verfaultes Fleisch mal nicht. Den Sattel, den pflanzen wir mal hier unten ins Eck. Kakaobohnen, die zählen zu essen. Das kommt auch noch da rein. So. Und das nehmen wir mal mit. Das können wir gleich noch hier reinpacken. So, und jetzt kommt hier mein ganzes Essen rein. Essen. Und was ich noch tun wollte war. Wo ist mein Eisen? Ah, da. 1, 2, 3. Bauen wir uns mal eine Eisenspitzhacke. Wenn wir jetzt schon das Glück hatten, dass wir Eisen gefunden haben. Ups. Baue ich jetzt mal eine Eisenspitzhacke. Die setze ich hier relativ drüben. Weil da unten in der Mine. Da habe ich nämlich Gold gesehen. Gold. Ja. Und das wollte ich mir gerne stehlen. Stibitzen. Und da sind schon wieder Zombies. Auf jeden Fall nicht hier. Die waren wohl da drüben, da wo ich es noch nicht ausgeleuchtet habe. So, und die Lava klauen wir uns jetzt auch mal. Ganz frech. Früher hat es ja noch irgendwie den Eimer kaputt gemacht, wenn man Lava transportiert hat. Oder das habe ich mir immer nur eingebildet. Ah, du gehst auch weg. Das war jetzt natürlich wieder richtig schlau. Jetzt ist hier total dunkel. Aber macht nichts. Besorgen mir jetzt einfach hier die Kohle. Und das werde ich jetzt nicht mit der Eisenspitzhacke abbauen. Denn ein bisschen Eisen brauche ich noch. Also, na, wie soll ich das sagen? Ich heb mir die Eisenspitzhacke gerne auf. Vor allem, wenn ich so wenig Eisen habe am Anfang nur. Und ja, da benutze ich lieber hier die Steinspitzhacke. Die tut es ja nämlich auch. Und deswegen hebe ich mir die Eisenspitzhacke auf für Sachen wie Diamanten oder ja, anderes Eisen oder sowas. Obwohl man das auch mit der Steinspitzhacke abbauen kann. Aber zum Beispiel oder zum Bleistift brauche ich ja für Dings da, da unten Gold, brauche ich ja eine Eisenspitzhacke. Oh, und das habe ich jetzt gerade zugebaut, weil halt. Geht euch gar nichts an. Ne, jetzt habe ich zugebaut, weil da dann sonst Monster spawnen könnten, vielleicht, eventuell. Oh, ja, stimmt, das war ich. Und das habe ich eigentlich nicht wirklich Bock drauf. So. Huah. Ich komme wieder, wenn ich Fackeln habe. Ich komme wieder. Mit Fackeln. Und dann fackel ich nicht lang. Und der Witz wird auch nicht besser, ich weiß. So, schön hier lang. Das muss ich auch noch ein bisschen ausleuchten, damit ich weiß. Warum, was, hä? Ich bin doch so ein Schlaukopf. Mach einfach diesen hier. Würde perfekt passen, will ich aber nicht. Nehmen wir mal die Hälfte. Und dann haben wir auch schon gleich wieder einen richtigen schönen Vorrat angelegt an Fackeln. Das kann man noch wegschnappen und da hinstellen. Da spawnt bestimmt nichts.